kaum zu glauben, aber wahr. Auf diesem Boden haben in den letzten 5 Tagen 75.000 Menschen gezeltet. Herzlich willkommen zu Schleswig-Holstein 18 Uhr. Wir sind noch einmal im Wacken, heute am Abbautag. Auf dieser kleinen Bühne da hinten, da fing vor 5 Tagen alles an. Da haben die Firefighters ihren ersten großen Auftritt gehabt. Die großen Bands, die Headliner, waren alle da hinten auf der Bühne. Ein Gelände, wo man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass man da tanzen, springen, hüpfen und feiern kann. Das hier war der Hauptumschlagplatz für die Biertrinker. Und diese beiden armen Männer sind seit, ich glaube, gestern Abend dabei und arbeiten hier. Ich dachte, wir fragen mal, darf ich Sie mal stören? Wie lange haben Sie geschlafen heute Nacht? Gar nicht. Das heißt, was haben Sie für eine Schicht hinter sich? Wir haben jetzt 12:30, fast 17 Stunden. Aber Sie haben nicht nur aufgeräumt? Nein, auch ein bisschen Bier ausgeschenkt. Bis wann ging das heute Nacht noch? Bis um 3:30 hauptsächlich und dann noch ein paar Nachtzügler bis um 5. Und die haben wirklich hier in diesem Modder gesessen, die Leute, und haben noch gefeiert? Die haben hier gesessen und gefeiert, und zwar tüchtig. Und Sie müssen das jetzt alles wegräumen? Wie viele Tische, Bänke räumen Sie hier zusammen? 200 Tische, 400 Bänke. Auch bei erschwerten Bodenverhältnissen. Wann glauben Sie, werden Sie endlich im Bett liegen? Ich hoffe, dass ich mir noch ein Bier gönnen kann und dann irgendwann so gegen 18 Uhr einschlafen würde. Und da, wo diese Kuh steht, da weiß man, da ist der Biergarten in Wacken. Und zwar ein bayerischer Biergarten, betrieben von einem Norddeutschen, von Thorsten Arp, nämlich dem Betreiber auch des Landgasthofes hier in Wacken. Herr Arp, ich schaue Ihnen in die Augen, Sie sehen ziemlich mitgenommen aus. Wie steht es mit Ihrem Schlafmangel? Schlafmangel, eine Woche im Jahr kann man es mal vertragen, da spreche ich ja nicht von Schlafmangel. Das nehmen wir dann gerne in Kauf für diese Woche. Ja. Sie machen ja sonst einen norddeutschen Landgasthof und bieten bestimmt Kartoffeln, gestofte Sachen, Soße Béchamel an. Was machen Sie hier? Hier bieten wir ausschließlich Getränke an, Weizenbier und Pilz, aber natürlich auch, wie sich's bayerisch gehört, in Maßkrügen und in Original-Weizengläsern. Natürlich sind Dekorationen dann auch bayerisch, also es soll schon ein bayerischer Biergarten sein. Wie kam denn Sie auf die Idee, Bayern hier oben zu installieren? Das ist ja nur wirklich in der norddeutschen Endlosigkeit. Ich habe meine Ausbildung in Bayern gemacht, daher weiß ich, wie es in Bayern aussieht und deswegen liegt das sehr nahe. Tragen die Bedienungen Dirndl? Nee, tragen keine Dirndl, sondern festivaltypische T-Shirts. Ich persönlich trage dann während des Festivals eine Lederhose und eine bayerische Tracht, damit man eben auch als Wiesenwirt erkennbar ist. Und damit kommen Sie hier durch ohne Metal-Outfit? Ja, es gibt ja schon den einen oder anderen Kuriosen, sag ich mal, der vom Outfit her. Deswegen fällt man mit einer Lederhose nicht unbedingt auf. Und wie sieht es hier aus mit dem Umsatz? Ich meine, es ist eine riesengroße Fläche, aber vermutlich war es voll die Tage über, oder? Solange es nicht regnet, ja. Die Erfahrung haben wir in den letzten Jahren schon öfter gemacht, dass sobald es dann regnet, die Besucher dann natürlich sich unterstellen und in Zelte verschwinden. Aber im Großen und Ganzen war es sehr voll im Biergarten, ja. Also machen Sie es im nächsten Jahr wieder? Sofern der Veranstalter das möchte, machen wir es gerne wieder, ja. Gut, dann können Sie jetzt mal die Lederhose für ein Jahr in den Schrank hängen. Und wir machen uns mal auf den Weg zu den Bühnen und gucken mal, was da noch alles getan wird. Hier war bis Sonntagmorgen die Hölle los. Sie haben die Stars gespielt wie Scorpions und hier wird jetzt geackert, was das Zeug ist. Wir fragen mal, Entschuldigung, darf ich Sie mal stören? Für welchen Teil der 800 Tonnen Stahl, die hier verbaut sind, sind Sie verantwortlich? Für den Lichtbereich, für die Lichttechnik, die hier hängt. Nur auf diesen großen Bühnen. Haben Sie eine Zahl, haben Sie eine Ahnung, was Sie hier aufgebaut und aufgehängt haben? Das sind 5, 10 Trailer mit 40 Tonnen Material jeweils und das sind im Schnitt um die 100 bis 200 Moving Lights hier. Das ist eine Menge. Wann haben Sie angefangen damit? Letzten Dienstag haben wir angefangen. Und fertig waren Sie dann? Am Donnerstagvormittag, pünktlich zum Beginn der Bands, dass Sie dann auch spielen können. Das sieht ja richtig nach Knochenarbeit aus. Die Männer haben ja teilweise eine Ausrüstung an, als wenn sie Bergsteiger wären. Ist das so eine Arbeit? Ja, das ist es. Wir gehen klettern, wir müssen uns oben sichern und dazu brauchen wir dann natürlich die nötigen Seilschaften. Okay, und jetzt müssen Sie alles wieder zurück. Wann geht das ein bisschen schneller? Geht es schneller? Noch schneller. Schneller als aufbauen, ja. Nein. Muss alles wieder ordentlich vertüdeln. Es muss alles verpackt werden, es muss alles dann geladen werden. Natürlich sind wir jetzt ein bisschen schneller, aber das hält sich in etwa die Waage. Wissen Sie schon, wo die Lampen jetzt hingehen? Ein Teil geht nach München, da ist eine große Veranstaltung. Und wir haben einen Teil, der nach Russland fährt. Und ein Teil geht ins Lager zurück und muss geserviced werden. Gut, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Sie haben bestimmt noch eine Menge zu tun. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir zeigen Ihnen unterdessen mal eine kleine Bilanz des Festivals. Highlight beim Wacken Open Air 2012. Das Abschiedskonzert der Scorpions in Deutschland am Abend. Wehmut ist keine Zeit. Und im Moment
verdrängen wir das zugegebenermaßen noch ein bisschen, das ganz hinten, irgendwo im Hinterkopf. Im Moment geht es darum, mit den Fans nochmal richtig geile Party zu feiern, Spaß zu haben. Und ich glaube, die Fans wollen das auch nicht anders. Für fast zwei Stunden ist der Regen vergessen, der Schlamm unter den Füßen zur Gewohnheit geworden. Die Straßen auf dem Gelände sind schon seit 12 Stunden nicht mehr befahrbar. Wir hatten verschlammte Wege und da müssen wir natürlich zusehen, dass die Truppen, die also wichtig sind, auch durch können. Und dazu hätten auch Einsatzfahrzeuge vom DRK gehört. Die wären auf jeden Fall durchgekommen. Über 75.000 Besucher rocken Wacken und nehmen es gelassen. Auch 2012 wird das Festival seinem friedlichen Ruf gerecht. 200 Diebstähle und 60 Drogendelikte registrierte die Polizei. Wir sind im unteren dreistelligen Bereich. Das ist vergleichbar mit anderen Festivals in Deutschland relativ wenig. Und darüber sind wir natürlich sehr froh. Die Festivalfläche ist so groß wie 270 Fußballfelder. Die Reinigung wird mindestens eine Woche dauern. Wir haben bis jetzt viele übernächtigte, bearbeitete Menschen getroffen. Jetzt wollen wir doch mal auf einen der Campingplätze und wirklich Teilnehmer finden. Hallo und Entschuldigung. Ist das euer Aufbruch? Das ist unser Aufbruch, ja. Wie lange wart ihr hier? Seit Dienstag haben wir aufgebaut, sozusagen. Und dann so peu à peu immer mehr ran. Stück für Stück. Ja. Und wie geht's euch jetzt so? Klasse. Der Pegel stimmt. Wir haben ein bisschen Gewicht hinten dran, aber alles im grünen Bereich. Was ist denn mit dem Zelt passiert? Ist es jetzt für die Mülltonne, oder? So ungefähr. Also wir haben da heute Nacht noch drin geschlafen, zumindest zwei von uns. Aber dann war es nicht mehr so toll. Wir haben Besseres gefunden. Das haben wir dann abgebaut und dann dachten wir, das nehmen wir schön als Müllsack. Gut, dann mal gute Heimreise. Wir gehen noch mal weiter in die Höhle des Löwen hier. Tschüss. So, mal gucken. Ach du je, oh je, oh je. So sieht es dann aus auf den mehr als 20 Campingplätzen, auf denen die Leute hier ihr Wochenende verbracht haben. Es sollen wirklich 3 Tage Arbeit nötig sein, um den ganzen Müll, der jetzt hier rumliegt, wieder zu entsorgen. Die meisten Leute verbrennen ihre Zelte, aber einige gute bauen es auch noch ordentlich ab. Da fragen wir doch mal nach, ihr Zelt ist ja noch in einem ziemlich guten Zustand. Wollen Sie das heile wieder mit nach Hause nehmen? Ja, das muss ich wieder heile mit nach Hause nehmen, das gehört meinen Eltern. Okay, das kann ich verstehen. Wenn ich Sie mal frage, wie sah eigentlich Ihr Tagesablauf aus? Was haben Sie gemacht? Geschlafen, gefeiert, noch irgendwas? Aufgestanden, versucht irgendwas zu frühstücken und dann ja rumgesessen, weil man meistens ziemlich spät ins Bett gegangen ist. Irgendwie versuchen, wieder wach zu werden und dann rauf aufs Feld, weiter feiern. Also eigentlich ein sehr monotoner Tag, aber vermutlich ein sehr großartiger für Sie. Ja, anstrengend vor allem, sehr anstrengend. Warum tun Sie sich das an? Weil die Musik so super ist, oder? Weil die Musik super ist. Ich bin das erste Mal hier. Ich bin der Meinung, man muss das einmal mitgemacht haben. Und ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Und mit den ganzen Verhältnissen hier, mit den Toiletten, Duschen, Bodenverhältnissen, da kommen Sie klar? Man überlebt. Also ganz besonders mit den Toiletten, das überlebt man. Duschen haben wir jetzt so gemacht, dass wir so 20 Liter Kanister hatten und dann hier am Zeltplatz einmal so Wasser gegenseitig übereingekippt haben. Ja, das mit den Toiletten, also die Dixies sind, naja. Okay, wir brauchen gar keine Einzelheiten. Ich glaube, der erste Eindruck reicht völlig. Es geht aber auch zivilisiert und kultiviert hierzu und das zeigen wir jetzt in einem kleinen Beitrag über große Kunst. Heavy-Metal-Momente auf der Leinwand, festgehalten von Jens Rusch. Beim Wacken Open Air zeigt der Künstler seine Sicht aufs Festival und bekommt oft Besuch von Metalheads, die sich auf seinen Bildern wiedererkannt haben. Ich dachte, er würde mich nur fotografieren. Und ein paar Monate später habe ich dann das Gemälde von mir bei Facebook entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass er mich malen würde. Unglaublich, wirklich schön. So it was fucking awesome, really nice. Für Jens Rusch ist Wacken ein Motivparadies, das er erst im vergangenen Jahr durch Zufall entdeckt hat. In diesem Jahr war er wieder auf dem Gelände unterwegs. Am Anfang habe ich Skizzen gemacht. Aber die stehen ja nicht still. Und so schnell kann ich nur auch wieder nicht zeichnen. Meistens steht Jens Rusch mit dem Rücken zur Bühne. Auch in diesem Jahr interessierten ihn vor allem die Geschichten am Rande des Festivals. Um die 2000 Fotos hat er geschossen.
Ich habe es noch nie erlebt, dass einer Nein sagte. Wenn ich höflich frage und mache hier so ein Zeichen, sofort. Also. Zu Hause wird er die Fotos am Computer bearbeiten und dann in Öl auf die Leinwand bringen. Darauf freut er sich jetzt schon. Und gleich wollen wir uns noch mit Thomas Jensen unterhalten, dem Veranstalter von Wacken, seitdem es Wacken gibt. Aber für Sie gibt's vorher erstmal die Nachrichten. Ich wäre an dieser Stelle jetzt soweit, eine Bilanz zu ziehen. Für mich wäre der Showteil zu Ende. Herr Jensen, Sie als Veranstalter, für Sie ist Wacken noch lange nicht zu Ende. Sie haben noch ordentlich zu tun hier, oder? Nee, noch lange nicht. Wir sind vielleicht bei 75% und die Crew steckt im Schlamm. Schweres Gerät, schwer einzusetzen. Also wir können uns in der Woche noch mal widersprechen, wenn Sie Zeit haben. Das können wir gerne versuchen. Sie haben ja nur wirklich wieder mal ein Riesenpech gehabt mit dem Wetter. Wacken ist ja schon legendär für seine Schlammschlachten. Nehmen Sie das jetzt einfach entspannt mal hin. Na gut, wir sind norddeutsch, hart ist das Leben an der Küste und wir sind es gewohnt über das ganze Jahr und es bleibt uns auch nicht viel über. Es ist einfach so. Aber die Leute gehen da alle relativ entspannt mit um, sowohl ihre Künstler als auch die Camper, die hier waren. Was machen Sie mit den Künstlern? Tragen Sie die zur Bühne, damit die nicht durch den Modder müssen? Naja, wenn ein Künstler schon sein Bühnenoutfit anhat und seine 4000 Dollar Schlangenlederstiefel, dann macht das, glaube ich, wenig Sinn, ihn durch den Schlamm zu jagen. Aber ansonsten haben alle Künstler auch das Fahrverbot akzeptiert oder sind viel gelaufen, selber gelaufen. Die ganze Crew hat gelaufen, die Medien mussten laufen, alle mussten laufen. Und das ist eigentlich auch das Secret, die ganze Nummer am Laufen zu halten bei solchen Wetterverhältnissen. Jetzt ist ja nach Wacken, vor Wacken. Haben Sie schon, werden Sie sicherlich haben, Planung fürs nächste Jahr. Wer wird da Headliner? Ja, Headliner, so weit sind wir auch noch nicht. Aber ganz große Nummer ist natürlich die Purple. Also vom historischen Namen her ist eine Riesenband. Massiv wichtig für dieses Genre. Wir haben jetzt auf der Homepage schon www.wacken.com ganz viele Sachen angekündigt. Ich kann mir das auch immer nach den Pressekonferenzen gar nicht so richtig merken. Wir gucken uns das an, wünschen Ihnen dann fürs nächste Jahr mal etwas besseres Wetter und nicht ganz so viel Matsch. Vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns hatten. Schleswig-Holstein 18 Uhr ist morgen wieder für Sie da und gleich die Kollegen vom Schleswig-Holstein-Magazin um 19.30 Uhr. Bis dahin, tschüss.